Nach nur einem Sieg aus den letzten 6 Spielen, der Waldhof natürlich unter Zugzwang, die Buwe in Blau und Schwarz. Das Spiel ist noch in der allerersten Minute. Dortmund kommt und das ist Hetwa! 42 Sekunden die Partie alt und Dortmund führt. Die Sehnsucht von Waldhof, endlich mal wieder zu Null zu spielen, hat sich ja auch schon erledigt. Und Julian Hetwa einen Tick schneller am Ball als Sechelmann und schon ist es passiert. Und wer glaubt, der Waldhof ist geschockt, der hat recht. Denn wieder kommt der BVB. Elongo Yombo. Das ist keine Minute nach dem Rückstand. Bartels verhindert den zweiten Dortmunder Treffer. Ja, und der Waldhof körperlich anwesend, aber geistig völlig woanders. Marcel Segert übrigens nur auf der Bank. Und hinten, da wo er spielen würde, brennt es lichterloh. Eberwein ganz knapp vorbei. Wann wacht Mannheim endlich auf? Wie entfesselt Borussia Dortmund? Pohlmann. Das ist Michel, kavum, ein Traumtor von Falco Michel. Und sowas lernt man in der Freiburger Fußballschule, denn da kommt er her. Was für ein wunderschönes Tor von Falco Michel. Und der Waldhof schaut bewundernd zu. Rüdiger Rehm kann nur hoffen, dass seine Mannschaft endlich mal aufwacht. Ecke dann für den Waldhof. Dortmund, da anfällig, haben schon 7 Gegentore nach Standards kassiert. Auf geht's. Da ist Hermann. Die erste Chance nach 24 Minuten. Wir sind auch noch da, ist aber jetzt die Ansage vom Waldhof. Kelvin Arase. Und ganz hinten ist Karpstein. Nur noch 1:2. Was für ein verrücktes Spiel. Das ist ein guter Ball von Kelvin Arase und leicht war der nicht für Malte Karpstein, den aus dem Winkel noch ins Tor zu bringen. Jetzt ist alles drin in dieser verrückten Partie. Der Waldhof kommt und Hermann, das 2:2 jetzt schon möglich. Andere Seite. Elongo Yombo. Hetwa, Pfosten. Meine Güte, ist hier was los. Rambazamba. Und dann ist Pause. Im zweiten Durchgang passiert erstmal nichts Aufregendes. Partie sehr zerfahren. Dann Pohlmann. Bartels sehr, sehr stark. Verhindert das 1:3. Aber der Waldhof ist jetzt viel zu passiv wieder in dieser Phase. Und hinten häufig Alarmstufe Rot. Das ist Julian Hetwa. Macht ein richtig starkes Spiel. Wegen solcher Aktionen. Hetwa. Michel. Macht es nicht. Und dann die zweite Chance für Pohlmann. Wo ist das Mannheimer Aufbäumen? Rehm bringt Okpala und Hawkins offensives frisches Blut. Es bringt aber nichts. Das ist Pohlmann. Und das nächste Traumtor. 1:3. Sie machen es wunderbar aus der Distanz. Also Dortmund trifft nicht nur, sie zelebrieren ihre Treffer. Und auch hier nichts zu halten für Bartels. Aber auch nicht zu erklären, die Leistung vom Waldhof bislang in diesem zweiten Durchgang. Dann fliegt Elongo Yombo mit Gelb-Rot vom Platz und es sind noch 7 Minuten zu spielen. Also Zeit genug wäre noch da. Der eingewechselte Guras auf Hawkins Lotka. Und das ist das erste Mal, dass Dortmunds Keeper da richtig eingreifen muss. Und dann noch eine kleine Randgeschichte. Rehm bringt Cello Segert. Und Jans will ihm natürlich sofort die Binde geben, aber der will sie gar nicht. Wir haben keine Zeit dafür. Jetzt gibt's erst einmal eine Ecke, die bringt allerdings nichts ein. Und auch die Fans haben nicht mehr den Glauben an eine Wende. Und dann ist die Partie vorbei.
Borussia Dortmund siegt völlig verdient beim Waldhof mit 3:1. Und Waldhof Mannheim steckt tief unten im Tabellenkeller fest.